Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück beim Überbringer der schlechten Nachrichten. Und bevor ihr mich zerrupft und mich wie ein Hühnchen nackt hier hinstellt, und es gibt auch den toten Papageien, falls ihr ihn noch nicht kanntet. Was ist denn der kreischende Adler, Mann? Fly away. Ganz schlechte Neuigkeiten, keine überraschenden Neuigkeiten, doch überraschend ist es. Also aktuell, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist es als Creator, der Content machen möchte, mit seiner Hauptliebe, Hassliebe, ist es noch Liebe, COD, wirklich absolut anstrengend. Und ich bin tatsächlich seit Tagen auf der Suche nach einem anderen Game, weil ich mich darauf vorbereite, dass wenn ich Mastery in Modern Warfare 2 durchhabe, ich das Game verlasse, weil es gibt da nichts mehr, es kommt nichts mehr. Und das sollten sich alle von uns eingestehen. Ich werde auf YouTube weiter den Weg von COD auf jeden Fall begleiten und auch die Road to Mastery Serie weiterführen, vielleicht auch in anderen Games zwischendurch. Aber man muss es ganz ehrlich so sagen, dafür, dass wir das größte COD und das neueste COD und eine neue Ära bekommen, sind wir genau an dem Punkt, wo wir letztes Jahr waren, und darum geht es auch heute. Die neue Season sollte zum 1. Februar erscheinen. Der 1. Februar ist sowieso schon viel zu spät. Das Game, der Multiplayer, ist Ende Oktober erschienen. Wir sind jetzt im vierten Monat dann, im Februar. Die neue Season sollte zum 1. Februar erscheinen, und Charlie Intel hat heute darüber berichtet, dass Dataminer schon wieder rausgefunden haben, wie die neuen Pläne aussehen, die selbstverständlich noch nicht kommuniziert worden sind. Und warum sollten sie auch kommuniziert werden? Denn, naja, wir sind ja nur bezahlende Idioten, die sowieso kein gutes Produkt verdient haben. Die erste Season wird also um mindestens aktuell 14 Tage verschoben. Das heißt, neuer Seasonbeginn ist jetzt der 15. Februar. Was bedeutet, dass wir von Ende Oktober bis Mitte Februar eine Season hatten. 4 Monate. Den gesamten November durch, den gesamten Dezember, den gesamten Januar und den Februar. Mit 2 Multiplayer-Maps, die wir schon im letzten MW-Teil hatten, und Shipment zum Beispiel hatten wir jetzt schon in 4 CODs, und Shoothouse hatten wir schon in ich weiß nicht wie viel. Dazu kommt, dass gar keine Infos, keine Kommunikation, wirklich gar nichts darüber kommt, was für Warzone an Quality of Life Changes, genauso wie für Multiplayer, kommen. Das heißt, ob wir Stats bekommen, keine Nachricht, kein gar nichts. Jeder kann für sich raten, ob Statistiken gibt, Ranglisten gibt. Treyarch sitzt seit Monaten, angeblich seit Monaten, an Rankplay. Rankplay sollte eigentlich am Anfang der ersten Season rauskommen. Wir sind jetzt dann 4 Monate im Lebenszyklus und Rankplay ist immer noch nicht da. Und zum Zeitpunkt des 15. Februars würde die CDL-Liga, die offizielle Call of Duty-Liga, für die, ja, oder für die Rankplay-Leute ist ja die Call of Duty-Liga auch wirklich so das Essentielle, wo man auch mal hinguckt und sich vielleicht ein bisschen da in die Nähe kommen möchte. 3 Monate noch. Wenn am 15. Februar Rankplay auch rauskommt, was überhaupt nicht feststeht, denn auch darüber berichtet keiner. Es gibt keine Kommunikation, wie die Updates oder wie überhaupt ein Update zustande kommt für die kaputten Flashgranaten, für die kaputten Tarnungen. Im Prinzip haben wir alles das, was wir in Vanguard genau vor einem Jahr, wirklich genau vor einem Jahr hatten, jetzt schon wieder. Und genau vor einem Jahr haben Sledgehammer und Infinity Ward genau am 2. Februar, witzigerweise da, wo die Season eigentlich bei uns losgehen sollte, auf Twitter darüber berichtet, dass Actions speak louder than words, also das, was wir tun, wird jetzt mehr dafür sprechen, als das, was wir sagen können, und es gibt keine Entschuldigung für den Zustand der Games. Das war damals Caldera schrecklich und Vanguard schrecklich, ihr habt es mitbekommen. Und genau die gleichen Sachen, genau die gleichen, haben wir jetzt wieder. Die letzten 2 Jahre haben wir immer die Ausreden bekommen, Covid-19 war das Problem und die Wirtschaftskrise war das Problem und die Entwickler konnten nicht dran arbeiten und MW2 wird das Call of Duty überhaupt, 2 Jahre Lebenssupport und und. Corona gilt nicht mehr, Infinity Ward hatte 3 ganze Jahre ununterbrochen seit MW19 Zeit, sich an Al-Masra, Warzone 2 und an den Multiplayer zu setzen. Und rausgekommen ist ein Game, was den größten Casual-Spieler verzweifeln lässt, weil es keine Möglichkeit mehr gibt, so etwas wie eine Lernkurve auch nur aufzubauen. Es gibt keine Lernkurve. Alles in diesen Games, im Multiplayer, genauso wie in Warzone, ist darauf ausgerichtet, dass
gute Spieler genervt werden, aber sie haben es so weit getrieben, dass selbst die schlechteren Spieler das sinkende Schiff verlassen. Und wir sind nicht kurz vor Ende des Lebenszyklus, wo man immer niedrigere Zahlen hat, sondern bei den Steam-Charts waren heute Mittag um 11 57.000 Spieler nur noch online. Und die Steam-Charts alleine sind natürlich nicht die Gesamtspielerzahl von Warzone 2 und Modern Warfare 2. Aber wir haben von 490.000 Spielern einen Rückgang innerhalb von einer Season, das ist die erste Season, auf fast 50.000 Spieler auf Steam. Und wenn man sich das prozentual anguckt, gehen wir hier langsam Richtung 80% Spielerverlust. Games wie Rust haben MW2 überholt und GTA 5, was 8.000 Jahre alt ist und wo nur Roleplay gespielt wird. All diese Sachen haben MW2 und Warzone 2 jetzt schon überholt. Und da macht es auch nicht mehr den Unterschied, ob man sagt, ja, die auf der Konsole spielen mehr. Es geht nicht um die Gesamtspielerzahlen, sondern darum, dass das Geschäftsmodell von Activision seit 3-4 Jahren ist, Battle-Pässe verkaufen, In-Game-Items, also Shop-Sachen, Skins, Waffen und sonstiges verkaufen. Das geht aber nur, wenn du auch Spieler hast, die diese Bundles kaufen. Wenn du als Unternehmen keine Spieler mehr hast, in der ersten Season, als noch eigentlich alles so Honeymoon-Phase und neu und man entdeckt noch und probiert und macht Content und als normaler Spieler grindet man einfach durch. Wenn all diese Leute schon weg sind, verkaufst du auch keine Bundles mehr. Und wenn ihr euch die Bundles anguckt, wie die aussehen dieses Jahr, dann, ich bin eh keiner, der Bundles kauft, weil ich finde es schwachsinnig. Ich finde es schwachsinnig, 24 € für einen Skin auszugeben, den ich den ganzen Tag selber nicht sehen kann. Aber es gibt ja welche von euch, die sich gerne Bundles kaufen. Das ist eure Entscheidung, euer Geld. Wenn ihr euch mal anguckt, wie schlecht die Bundles aussehen, es sind einfach Standardtarnung auf Waffen. Da sind Bundles für 18 € oder 16.600 COD-Points, die einfach grün-schwarze Kacktarnung drauf haben. Das sind Tarnungen, die ihr vor 5-6 Jahren im Call of Duty hattet, wenn ihr mit der ersten Waffe 5 Kills gemacht habt. Dann habt ihr diese Tarnung geschenkt bekommen. Das heißt, nicht nur der Content fehlt komplett, es gibt einfach gar keinen. Und da gibt es auch nichts mehr, was man sich suchen kann. Die Statistiken fehlen, der Content fehlt, die Bugfixes fehlen. Wir haben seit der Beta von Infinity Ward nichts mehr gehört. Wir haben nichts mehr von diesem Studio gehört, was Quality of Life Changes angeht. Wir haben jetzt gehört, dass Raven Warzone übernehmen soll. Sie haben mit 2 kleinen Updates gestartet. Und das war's. Und ihr werdet morgen oder übermorgen ein sehr unterhaltsames Video sehen, wie ich das erste Mal aktiv mit meiner Freundin in Warzone 2 reingehe. Und da werdet ihr schon sehen, warum Warzone 2 so kaputt ist. Ob jetzt, und ihr kennt die Themen aus Warzone 2, Time to Kill, man hört keine Schritte mehr, Waffenloadouts, Movement nicht mehr vorhanden, keine Statistiken, man kann keine Drohnen kaufen. All diese Entscheidungen, die ja teilweise bewusst waren, sind da auf der Grundlage getroffen worden, damit man das Game Casual-Spielern so einfach wie möglich macht. Und wenn selbst die Casual-Spieler jetzt schon sagen, ich spiele was anderes, das ist mir zu blöd, dann hast du keine Masse mehr, an die du Geld abgeben kannst. Und auch wenn sie in den ersten 2-3 Wochen 2 oder 3 Milliarden Umsatz gemacht haben, gibt es später einen Investor-Call, der jetzt übrigens auch abgesagt wurde, bei dem man mit diesen Zahlen umgehen muss. Und es wird etwas geschehen. Und entweder bekommen wir, was ich nicht glaube, den größten Content-Drop aller Zeiten am 15. Februar, wenn es überhaupt kommt, oder, und es wird immer wahrscheinlicher, Treyarch wird wieder vorgezogen und Mitte bis Ende des Jahres wird das neue COD erscheinen, was eigentlich noch ein Jahr weitere Entwicklungsphase bekommen sollte. Ich bin sehr gespannt, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Season 2 verschoben, wir müssen warten, es wird hart.